Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ja, Freunde, wie immer am Freitag, an diesem wahrscheinlich letzten optionalen Part, gibt es auch heute wieder einen Gast. Einen ganz, ganz neuen diesmal. Ja, stell dich doch einfach mal vor. Ja, moin, ich bin der Galdrin 123 und freue mich heute einfach mal hier zu sein. Das erste Mal. Ja, mich freut's auch. Neue Gäste freut mich immer am meisten. So, aber wir sind gerade beim Obersee und ja, kennst du Final Fantasy schon mal gespielt? Ja, Final Fantasy 8 habe ich schon früher mal gespielt und vor kurzem auch wieder. Und 9 hatte ich auch mal durchgespielt, aber die weiteren Final Fantasy Serien habe ich eigentlich nicht vorzuspielen. Okay. Weil ich in Erfahrung gebracht habe, dass das Rundenbasierte wieder abgeschafft wurde. Ja, zumindest wurde es sehr, sehr reduziert. Gut, wir sind hier beim Obersee. Kennst du das Quest? Ja, den habe ich beim letzten Mal rausgefunden, aber... Okay. Nicht großartig weitergekommen, beziehungsweise den Abschluss habe ich nicht gefunden. Es ist auch ein Quest, das man relativ selten macht, weil lohnt sich nicht und so. Und ist ein bisschen langwierig, aber wir machen das jetzt. Wir können entweder einen Stein reinschmeißen oder vor uns hersummen und... Ja, vor uns her so klingt irgendwie sinnloser, also machen wir das. Im Wasser erscheint ein Schatten. Ich glaube, da werden wir einfach mal weiter summen. Ich arbeite natürlich, wie gesagt, mit dem Buch. Das ist ansonsten viel zu langwierig, wenn er das ohne macht, glaubt's mir. So, wenn es synchron ist, dann kannst du diesen schwarzen Schatten gerne lesen. Jo, gerne. Guten Tag, lieber Mensch. Schönes Lied. Da ist etwas Großes. Danke, dass du mich wieder angesprochen hast. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Na, natürlich können wir einen Gefallen tun. Würde ich auch sagen. Kannst du mir helfen, meinen Freund den Affen zu finden? Ja. Bitte. Okay. Der Affe ist irgendwo in einem Wald. Du musst nur herumlaufen, dann triffst du ihn. Na, dann wollen wir mal schauen. So, das sind jetzt nämlich solche Hinweise, solche kleine Hinweise und man weiß halt nicht, wo man suchen soll. Ich glaube, diese erste Begegnung. Ich muss mir das kurz mal angucken. Aussprüche. Das muss ich immer im Buch ein bisschen nachlesen. Zumindest am Anfang. Sein Freund, der ebenfalls Unsichtbare, versteckt sich im vom Gebirgen fast umschlossenen Wald nordwestlich von Dollet. Nordwestlich von Dollet. Okay. Schauen wir mal. Was tun wir nicht alles, ey? Aber es ist, wie schon so oft gesagt, die letzte Sidequest, die wir machen. Und ich glaube, ich habe die noch nie gemacht. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil mir war die immer zu blöd, ganz ehrlich. Dollet, Dollet. Das ist da oben. Ja. Ja, Final Fantasy 8, eines deiner Lieblingsteile oder eher ein anderer? Final Fantasy 8 ist mein Highlight. Schön. So, ja, mein Highlight ist es auch. Ich glaube, wir haben den Wald schon gefunden. Ja, sprich ruhig weiter. Oder anders gefragt, warum ist es für dich das große Highlight? Weil mich das beim ersten Mal so gepackt hat, dass wo ich das durchgespielt habe, habe ich das gleich nochmal von vorne angefangen, gleich hinterher. Okay. Da ist ein Affe. Verdammt, was mache ich mit dem Affen? Wahrscheinlich singen, oder? Ich guck lieber mal. Ach, Affe. Summen Sie eine Melodie? Nee. Weil ein Affen lässt er sich nicht fangen. Achso, klar. Okay. Wir werden singen. Das ist ja grässlich! Der Affe verschwindet im Wald. Ja. Wir können weiter nach ihm suchen. Zum Glück geht das, wie schon erwähnt, alles mit Gegner 0%. Dann schmeißen wir halt einen Stein. Das ist ja grässlich! Und er verschwindet im Wald. Ja, das Spielchen könnte man jetzt dutzende Male, glaube ich, wiederholen. Es bringt nichts. Weil Squall kann weder singen, noch den Affen bewusstlos schlagen mit einem Stein. Deswegen gehen wir wieder. Ja, das war's. Mission zu Ende.
Nein, natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen gemein, wenn du den Affen mit Stein schmeißt. Ja, aber wäre wirkungsvoll. Naja. Nee, so sind wir natürlich nicht. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ach komm, ich bin so faul, ey. Ich kann immer nur den Autopilot benutzen. So. Wir werden jetzt nochmal zu diesem Wassergeist gehen. Oder was es auch immer sein soll, man sieht's ja nicht. Und sagen ihm, ja, ist nix. Der will nicht. So. Hast du einen Lieblingscharakter in Final Fantasy VIII? Ja, gleich 4. Oh, lass mal hören. Ja, einmal Selfie, weil ich ihre kindliche Art, das ist, weil die da so eine süße Art rüberbringt. Hm? Auf jeden Fall. Dann definitiv Zell, weil er hat richtig geile, sein Limit ist richtig geil. Kann auch zum Teil, ja, mit Squall-Scharen rankommen, wenn er nicht den Herzensbrecher macht. Okay, wir machen ganz kurz, mit der Story weiter, dann kannst du es sowieso, weil wir sind ja fast unterwegs nur. Jo, klar. Mhm. Ja, Schattenvieh wieder. Den Ort, wo sich der Affe aufhält. Ja, keine Ahnung, wer das jetzt sagt, so richtig. ja, dann. Achso, ja, wir haben es ihm gesagt, okay, alles klar. Ja, und er bedankt sich, okay. Ja, es war gerade ein bisschen verwirrend. Und nun? Okay, das bist jetzt du. Ach ja. Genau. Auf der Insel östlich von Timber soll auch etwas sein. Mhm. Auf der Insel östlich von Timber. So, jetzt guck ich in meinem schlauen Buch. Jetzt machen wir richtiges Teamwork hier. Weil da steht meistens das Gebiet drin, wo ich hin muss. Und mein geschätzter Gast hat sogar Karten, wo das mir dann nochmal ganz genau sagen kann. So, bei mir steht nämlich bei der Mondame-Küste. Ich glaube, da war ich erst letztens. Mhm. Okay, ich glaube, das finde ich relativ einfach. Da war ich nämlich gestern. Mal schauen. Die Mondame-Küste in der östlich von Timber. Mal gucken. Ja, also die ist relativ rechts unten. Mhm. Schauen wir mal. Wenn du auf der Welt bist. So, erstmal nach Timber, Autopiloten. Und dann schauen wir weiter. Ja, ich habe dich unterbrochen bei deinen Lieblingscharakteren. Ach, wir sind ja bei Timber, ich Idiot. Aber red ruhig weiter, ich guck mal, ob ich das jetzt finde. Ja, also wie gesagt, Cell. Eben benannt, weil er auch keine Limits hat. Und dann kommt noch Irvine dazu. Mhm. Weil ich das auch interessant finde, dass man den noch Kugeln auswählen kann. Je bessere Kugeln er hat, desto höheren Schaden. Also muss man ja nicht unbedingt nur auf Stärke hochpimpen. Stimmt. Hat ja auch viel mit den Kugeln zu tun, das finde ich recht gut. Und, Idea finde ich auch cool. Ah, okay. Ja, das hört man selten. Ja, das kann man zwar nur eine. Ja? Ja. Kann man zwar recht kurz spielen, aber ne, wenn man zum Beispiel jetzt noch leveln geht oder so, kann man die auch noch fein mitnehmen. Mhm. Und ja, Squall ist natürlich ne, der Favorit, klar. Mhm. Das war's aber für sich. Also wie heißt das Schwert noch? Löwenherzklinge? Mhm. Oder wie heißt das? Ja, Löwenherz, genau. Mhm. Schwert noch. Genau, die habe ich mir gleich auf. Die hatte ich mir gleich auf CD1 fertig gemacht, weil ich keinen Bock hatte, hinterher noch irgendwas zu farmen. Okay, ja, stimmt, das geht ja auch, klar. Mit dem Kartenwandler geht das relativ früh, ne? Ja. Hm. Ja, was Wandler betrifft, da war ich ja immer. Also erstellt habe ich. Störrisch. Ja, erstellt hatte ich mir das, wo man zum Galvadia Garden gegangen sind. Mhm. Wolltest darauf die Stadt halt. Okay. Müsste Dele einzig gewesen sein. Aber dass jemand Irvine mag, das höre ich zum ersten Mal. Das finde ich toll. So, eigentlich müsste. Hier müsste mein Affe sein. Ich finde ihn aber nicht. Ich gehe mal mit dem Schiff ein bisschen weiter weg. Ich habe da auch einen schlauen Screenshot von der Gegend. Wenn ich mir den Screenshot so angucke, müsste der eigentlich. Ja. Ja, ich gehe nochmal hin. Das war die Monday-Küste. Mal gucken.
Man muss wiederholt X drücken, also nur falls ihr euch fragt, was man da überhaupt machen muss, damit was passiert. Wiederholt X und irgendwo ist was. Aber das ist halt wirklich nur so ein Fitzel der gesamten Landschaft. Das ist richtig fies, wenn man da keine Hilfe hat. Aber irgendwie will der Affe nicht, also... Affe, wo bist du? Timber Monday Küste. Suchen Sie den Ostteil. Umgegangen. Der langgestreckten Insel. Wieso? Das ist doch gar keine Insel. Ach, meinen die das da hinten oder was? Moment mal, ist das auch die Monday Küste? Das wäre jetzt. Wäre mal wieder ein Gag hier. Nee, das ist die Nantucket Insel. Okay. Also müssen Sie den Strand meinen, ne? Weil der heißt definitiv Monday Küste. Ja, wenn es zu lange dauert, mal natürlich einen Cut machen, aber eigentlich. Geht die Kiste hier vielleicht noch weiter? Ach, vielleicht sollte ich doch mal die Insel mir angucken kurz. Auch wenn sie anders heißt. Das hatte ich schon mal. Auf das Buch ist manchmal echt kein Verlass. Das. Gerade gestern war es wieder der Fall. Die veräppeln einen gerne. So, schauen wir mal kurz. Ist aber auch nicht nur bei Final Fantasy, gibt's bei vielen Spielen. Mhm. Sehr viel sogar. So, mal gucken. Das ist die... Ah, heißt auch Monday-Küste, okay. Dann könnte hier ja wo es sein. Im Ostteil hat's geheißen, Moment. Karte, ne, da müssen wir genau in die andere Richtung. So, wehe, da kommt jetzt kein Affe, ey. Kommt er überhaupt auf die Insel? Naja, egal. Aha, am Boden liegt ein Stein. Es sieht künstlich aus. Etwas steht darauf geschrieben. C-H-I-N-E-T-A-B. Hm. Ist das ein Teil eines Ganzen? Vermutlich. Naja, wir brauchen noch mehr Puzzleteile. Deswegen ab nach Timber wieder zu unserem Schattenfreund. Ja, ob man das jetzt, ob man das wirklich machen will oder muss oder kann, das sei mal dahingestellt. Bist du ein Fan von diesem optionalen Zeug? Jein. Also ich würde eher mal sagen, mehr ja. Mhm. Erstens macht das Spaß, man weiß ja nicht, was da so noch kommt. Außer, na gut, man kann ja nicht alles von Anfang an wissen, deswegen lese ich mir auch im Internet durch, welche optionalen Quests es da noch gibt. Und ja, also die meisten gefallen mir. Mhm. Ein großer davon ist auch, ich sag einfach mal UFO. Ja, das UFO. Ich will ja nicht großartig spoilern. Haben wir gestern gemacht, das kennen die Leute schon. Beziehungsweise, ja, ich hänge ja gerade ein bisschen dran, eigentlich hätte der Part heute kommen sollen. Alles ein bisschen verschoben gerade bei mir. Oh, Rast auf einer Eisenbrücke. Das ist ein spezieller Tipp, was wir hier gerade haben. Rast auf einer Eisenbrücke. Da muss ich mal eben nachgucken. Das hat irgendwas Spezielles, glaube ich. Dieses Rast. Nochmal nachgucken. Das hat nichts jetzt mit diesen Teilen zu tun, die wir gerade sammeln. Das ist was anderes. Wobei, da macht jetzt was ganz anderes. Rast auf einer Eisenbrücke. Vielleicht ist es die Absperrung zur Eisenbahnbrücke. Mhm. Ich schau gerade, aber das. Mit dem Hinweis kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Rast auf einer Eisenbrücke. Das steht gar nicht im Buch drin. Moment, ich muss mir das Ganze nochmal durchlesen. Vielleicht sagt er jetzt auch nochmal was. Ach ja, kennst du die folgende Geschichte? Toll. Rast auf einer Eisenbrücke. Der will mich jetzt veräppeln oder was? Dieses... So, da ist nix. Es gibt da dieses Wörtchen Rast, nämlich... Ein Schatz hin, wenn er ihnen gegenüber die Bemerkung rastlos in Erdwig macht, also nicht in Eisenbrücke, sondern rastlos in Erdwig, sollten sie zur Erdwig-Halbinsel, aber das kann ja das nicht sein. Moment, das ist jetzt merkwürdig, das ist richtig merkwürdig. Okay, wir müssen eine kurze Pause machen, weil ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Bis gleich. Yo, da sind wir wieder. Wir haben es noch nicht gefunden, aber wir glauben zu wissen, wo es ist. Ja, es gibt manchmal, abseits dieser Puzzle-Quest, gibt es auch so Random-Dinger, die man eigentlich gar nicht so unbedingt braucht. Aber naja, muss man dann halt auch finden, damit es weitergeht. Rastlos an der Eisenbrücke.
beziehungsweise wie im Internet steht, auch Eisenbahnbrücke. Das Buch hält es mal wieder überhaupt nicht für nötig, da überhaupt irgendwas dazu zu schreiben. Faszinierend. So, und das müsste hier irgendwo sein, weil das sieht hier schon sehr gleich aus nach dem, was wir da... Da ist die Brücke. Mhm, das müsste es sein eigentlich. Definitiv, ja. Schauen wir uns hier mal um. Irgendwo da. Ich glaube, es war nicht direkt bei der Brücke, aber wir gucken trotzdem mal. Hilfe, durchfahren. Nein. Meine zu wissen, dass er vorhin unten stand. Ja, irgendwo da, ne? Wir haben so einen Screenshot gesehen. Es war nicht direkt da drauf. Hier irgendwo. Ach, das ist aber auch ein Gemacht. Ich kann verstehen, warum ich das nicht gemacht habe letztendlich. Das ist doch... So, hier nochmal. Da geht er nicht durch, okay. Ja, es muss ganz in der Nähe gewesen sein. Vielleicht auf der anderen Seite noch. Nee. Okay. So, nochmal schauen. Also laut Buch muss man sich da relativ hier an dem Rand halten irgendwo. Quatsch, laut Buch, laut Internet. Überlegt euch mal, wer hat einen Bock, so einen Mist ohne Hilfe zu suchen? Das, sowas gibt's doch gar nicht, oder? Das gab's damals noch nicht und das gibt's heute auch nicht. Naja. So, darauf habe ich heute ja auch Bock. Weder damals noch heute. Wir finden es nicht. Also entweder ist es doch die falsche, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Sieht der so ähnlich, also Seiten, es gibt noch mal so ein Teil, vielleicht auf der anderen Seite. Gut, gehen wir halt noch mal gucken. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Vielleicht gibt's noch so eine Brücke hier in der Nähe. Vielleicht da drüben. Da? Ein Wasserfall vielleicht? Ach komm schon, geh rüber. So, schauen wir hier mal. Könnte auch sein, muss aber nicht. Sieht irgendwie aber anders aus. Ah! Nee, das ist nur ein Torpunkt. Aber das. Ja gut, das ist ja die Sache. Es könnte sogar ein Torpunkt sein, um den es geht. Aber ich glaube nicht, dass das. Nee, da war nicht am Wasserfall. Das ist nicht der, wo gemeint war. Nee. Irgendwie nicht mehr. Vielleicht da auf der anderen Seite, das könnte wieder Arrow gefunden. Ja, super. Bringt's mir. Die Brücke, die wir gesehen hatten, das war, da war direkt bei den Schienen an der Seite noch ein Laufweg, meine ich zu wissen. Okay. So wie bei der anderen Brücke, wo wir zuerst dran waren. Ja, ja, genau so sah das aus, ne? Das ist ja hier gar nicht. Nein, das ist dann auch die falsche. Na super, ey. Was für ein optionaler Mist hier. gut, wenn es noch länger dauert, dann werden wir gleich cutten. Das hat ja keinen Sinn, so. Ich versuch's noch einmal. Die könnte es nicht sein. Nee, das war Ödland, was ich da gesehen habe. Das war definitiv so ein Ödland. Okay, da ist nix. Ach, da ist das. Okay. So, wir gehen mal die Straße lang, weil wie gesagt, auf dem Screenshot war auch eine Straße. Aber nicht auf der Seite. Das war ja... Nee. Das kann es nicht gewesen sein. Dann einmal schön im Kreis fliegen. Oh, Mann, ist aber auch so störrig. Wo sind jetzt meine... Da ist die Straße, aber nee, die führt dann da raus. Das wird auch nichts bringen. Da hinten raus? Nee. Nee, Leute, das hat keinen Sinn. Das wird eine etwas längere Suche. Deswegen bis gleich. Jawohl, da sind wir wieder auf der Sendung. Ja, wir sind wieder bei der altbekannten Brücke. Meistens stimmt ja das, was man als erstes denkt. Ich glaube, wir wissen, wo der Fehler liegt. Wir gehen jetzt mal darüber. Werden hier landen. Da muss man auch jetzt mal drauf kommen. Wenn es überhaupt stimmt. Nee, wir sind jetzt nicht richtig. Nein. Ich will da in diese Nische da rein. Über auf der anderen Flussseite, bitte. Komm. Geh mal runter, genau. Und jetzt da lang. Genau da wollen wir parken. So. Nein! Mensch, du dummes Rie. Was macht er denn jetzt? Ich will doch nicht auf dem bekackten Berg. So schwer ist das nicht. Dass es aber auch nicht zurückfliegen kann, das ist störrische Ding da. Das. So, jetzt ein bisschen rüber und dann gleich landen. Rückwärts fliegen? Doch, mein.
Ich meine, der kann rückwärts fliegen. Ja, dann kriege ich es nur nicht hin. Das ist auch gut möglich. So, wir sind auf der Seite und hier möchte ich das jetzt mal checken. Nö, geht auch nicht. Verdammt! Nein, das gibt's doch wohl nicht. Also, hey, also auf dem Screenshot da. Man könnte es beschwören. Man könnte es wirklich beschwören, dass es hier sein muss. Okay, Moment. Wir könnten das auch noch auf der anderen Seite meinen. Wenn ich mal was sehen würde. So. Ja, wir waren noch nicht da. Genau, dahin. Da. So, also wenn es das jetzt nicht ist, weiß ich auch nicht. Ja. Also, ich hoffe mal, dass es das jetzt ist, dieser Steintrauerpunkt. Wir ziehen ihn auch, damit es ja nicht schief geht. Ja. Toller Hinweis, wirklich. Aber was tut man nicht alles, ne? Gut. Ab nach Timbar. Und hoffentlich kriegen wir jetzt wieder einen richtigen Schlüssel, Puzzle, Gegenstand, was auch immer. Wir sind ja schon da. Das geht schnell. Wenigstens ist der Affe nicht so clever und wechselt den Kontinent, sonst würde ich ihn wahrscheinlich erschlagen. Aber na gut, noch geht's ja gar nicht um den Affe, sondern um diese komischen Tafeln. Na dann zoomen wir mal wieder ein Liedchen. So, wir kürzen das ab. Ach ja, genau. An der Küste von Balam werden gelegentlich wertvolle Sachen an Land gespült. So, das ist jetzt wieder ein Hinweis, den können wir auch bearbeiten. Ah, schön. Mal gucken. An der Küste von Balam. Okay, das ist der zweite. Da müssen wir zur Balam-Prenal-Küste. Suchen Sie den Ostteil des Strandes ab. An der Küste von Balam. Okay. So. Wie findest du eigentlich das Kampfsystem von Final Fantasy, das doch mehr, oder beziehungsweise das GF-Kopplungssystem, was ja doch meistens ein bisschen umstritten ist, um es nett auszudrücken? Ich glaube, mein Gast ist weg. Ich muss mich mal kurz um meinen Gast kümmern. Einen Moment, bitte. Yo, da sind wir wieder. Wir hatten ein paar technische Probleme. Heute läuft ja aber auch alles schief hier. Wir machen gerade... Mein Gast war kurz weg, beziehungsweise ich war kurz weg. Wir machen gerade den zweiten Hinweis hier in Balam. Ich habe es schon gerade vorhin erwähnt, aber durch den Hackmack wieder vergessen. Die Renalküste brauchen wir. Küste verbinde ich einfach mal mit Strand. Und da ist er auch schon. Sehr schön. So, mal gucken. Das ging aber flott. Ah, endlich mal, dass hier was flott geht. Das scheint kein stinknormaler Stein zu sein. Ja, schön. Dann haben wir wohl den nächsten Hinweis. Scheint ein stink... Achso, scheint ein stinknormaler Stein, nicht kein. Also weitersuchen. Stinknormal. Was kein stinkender Stein ist. Wird mir Sorgen machen. Hier schön am Strand und dann stinkende Steine. Ja. Na komm, irgendwo ist doch der Richtige. Aha, er sieht künstlich aus. Etwas steht darauf geschrieben. Und schon wieder so ein paar... Eiziller. Dieser Stein sieht den anderen ähnlich. Dem anderen. Gut. Ist wahrscheinlich der Nachfahre von Godzilla. Wir werden es noch erfahren. So, schön. Dann haben wir wenigstens schon mal zwei. Auf zum nächsten. Mann, oh Mann. Naja, es gibt noch einen weiteren optionalen Hinweis, der nichts mit dem Quest zu tun hat. Mal gucken, ob wir damit auch noch gepeinigt werden, aber dann finden wir es definitiv schneller. Also, hoffe ich zumindest. Das war schon ein bisschen blöd. Naja. So. Hier dann. Okay, schnappen wir uns erstmal den nächsten Hinweis. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Wir summen eine Runde und ja, du kannst gerne den Hinweis vorlesen. Okay. Ach ja, genau. Auf dem Berg, wo sich die Grotte mit dem See befindet, soll auch etwas sein.
Okay, und ich habe auch schon nachgeguckt, wo das ist. Das ist unser dritter Hinweis, definitiv. Nämlich bei Galbadia in der im Lollapalooza-Tal. Schöner Name. Ich denke, es macht wirklich Spaß, wenn man offline spielt, dass man dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen halt die klassische Suche machen kann. Ich finde gerade das Wort nicht dafür. Na egal. Macht garantiert Spaß. Aber Schnitzeljagd, das Wort habe ich gesucht, Mensch. ja, für ein Let's Play, ich weiß nicht, ob ihr da wirklich geil drauf wärt, wenn ich hier 4-5 Parts lang anfangen würde, nach Steins zu suchen. Deswegen, man möge es mir verzeihen.